Guten Morgen und bonsoir. Hier ist der erste Teil von unserer Serie, die wir jetzt machen werden, Richtung Algarve. Ihr könnt uns folgen. Mehr gibt's nach dem Intro. So, herzlich willkommen zurück. Wir sind gelandet in Frankreich bei unser erster Übernachtungsplatz. Ein Campingcar-Parkplatz. Wie der genau heißt, da zeige ich euch gleich. Aber ich zeige euch auch ein bisschen hier vom Platz. Ein sehr schöner Platz, den wir heute Abend, heute Nacht muss ich zeigen, vergangene Nacht, komplett für uns alleine hatten. Ich drehe euch mal um und dann zeige ich euch, wie es hier aussieht und wo wir gelandet sind. Hier seht ihr das Schild, Campingcar Park. Die Entsorgung übrigens ist außerhalb vom Platz. Ich zeige euch das mal schnell. Direkt hier um die Ecke. Da könnt ihr euer Müll loswerden. Und jetzt laufen wir mal langsam den Platz rauf. Und dann zeige ich euch auch, wie der heißt. Also die Campingcar Park App und die Karte dazu, die hatten wir im Vorhaus schon bestellt. Es war auch schon aufgeladen und dann kommt man hier an die Schranke, hält dann die Karte einfach da drauf und die Schranke öffnet sich. Und hier habt ihr eine kleine Übersicht vom Platz und da seht ihr auch den Namen vom Platz. Plan de l'air de Cinq Mars La Pille. Was für ein sehr gutes Französisch rede ich, ne? So, dann geht die Schranke auf, dann fahrt ihr rein. Und da hinten seht ihr unser Wagen schon stehen. Und direkt hier vorne ist die Entsorgung. Riesig bemessen. Hier kann jeder mit seinem Wohnmobil rein, um zu entleeren. Bodenentsorgung. Dann haben wir hier für die Chemietoilette. Man drückt zuerst übrigens den Knopf da oben, Service, um Wasser zu kriegen. So, und hier kriegt man dann auch Frischwasser. Denkt dran, dass ihr die richtigen Kupplungen oder Hilfsstücke mitbringt. Nebenan ist ein Tennisplatz, natürlich jetzt um diese Jahreszeit. Wir haben heute den 11. Dezember, ist der natürlich nicht besetzt. Wir haben gestern Abend, wie wir hier kamen, nur Regen gehabt. Und deswegen habe ich gedacht, dann machen wir jetzt nach unserem Schlaf diesen Platz mal ganz schnell vorstellen. Hier seht ihr geschotterte Plätze, daneben Rasen, überall Strom dabei. Hier ist normalerweise Waschhaus. Aber das ist natürlich jetzt auch in dieser Winterzeit ist das geschlossen. Und hier seht ihr den Platz. 30 Plätze sind hier angelegt. Ein sehr schöner Platz und wir haben hier unheimlich ruhig gehabt, obwohl da hinten eine Straße geht und ab und zu da ein Zug auf den Hügel. Aber ihr seht, wie schön groß die Plätze sind. Und überall Strom dabei, an manchen Plätzen braucht man etwas mehr Kabel, an andere steht ihr ganz nah dran, so wie wir auch. Da stehen wir und wenn ihr uns weiterverfolgen wollt auf unsere Anreise, Däumchen hoch, wäre sehr nett und bleibt dran, weil es geht gleich weiter Richtung Bordeaux. So, mittlerweile sind wir angekommen, oder besser gesagt, wir haben schon übernachtet hier an unserem zweiten Übernachtungsort, und zwar in der Nähe von Lussac. Wieder ein Campingcar-Park und wieder ein sehr schöner Platz, gepflegter Platz.
etwas zur Karte. Man kann die aufladen entweder online oder die Karte kann man auch aufladen, wenn man vor Ort ist. Da kann man auch übrigens die Karte neu kriegen. Also auch hier wieder da die Karte dranlegen. Schranke öffnet sich. Und dann fährt man den Platz rauf. Und hier an der rechten Seite ist dann sofort die Entsorgung. Hier ist es etwas anders. Hier muss man auch die Karte nehmen, wenn du hier Wasser nehmen willst. Hier kannst du die Schmiedpalette entsorgen. Denkt dran, dass ihr Adapter mitbringt, weil auch hier ist nur ein Gewinde und kein Anschluss für normale Gardena-Anschlüsse. Hier sind Toiletten. Gut, nichts Besonderes, aber zweckmäßig. Sie sind sauber. Und hier die Entsorgung, Bodeneinlass. Alles sehr gepflegt. Hier der Platz schön geschottert. Also wir hatten, obwohl wir jede Menge Regen hatten, gestern auch wieder auf der Fahrt hierhin und dann waren erst trocken. In dem Moment, wie wir hier ankamen, das war dann auch in Ordnung. Aber wir hatten auch einen Platz zuerst besucht. Da konnte man gar nicht mehr stehen. Da war alles Rasen, aber das war auch mittlerweile schon alles komplett verspült. Und da stand ein bisschen viel Wasser überall. Hier seht ihr die Stromanschlüsse. Also hier vorne können auch noch Wagen stehen. Ich glaube, der Platz ist geeignet für insgesamt 14 Plätze, obwohl ich glaube, es sind ein paar mehr, was hier drauf könnten, aber dann steht man doch ziemlich eng. Und hier dann die Aussicht und unsere Wagen. 5 waren heute Nacht hier. Ein paar kamen noch ziemlich spät. So, und jetzt geht es für uns weiter Richtung San Sebastian in Spanien. Und hoffentlich bleibt ihr dabei und guckt mit uns, wo wir da landen. Bis nachher. Ja, hallo zusammen. Heute haben wir den 14. Dezember. Gestern, der 13. waren wir auch unterwegs. Wollten dann eigentlich auch den Stellplatz gestern Abend noch kurz filmen. Oder besser gesagt gestern Morgen, bevor wir losgefahren sind. Aber es hat da so gescheppert. Wir haben dann uns entschieden, um da welche Leute zu helfen, die sich da festgefahren haben. Also so ein Regen, überall da im Süden von Frankreich, Norden von Spanien, nicht normal. Mittlerweile sind wir hier angekommen und ihr seht es vielleicht auch hinter mir schon. Die Sonne scheint total herrlich. Strack blauer Himmel. Wie schön kann es sein? Und diesen Platz, wo wir jetzt gelandet sind, wo wir die letzte Nacht verbracht haben, den möchte ich euch noch gerne zeigen, weil einfach nur toll. So, ich drehe euch mal um und dann gucken wir mal, wie der Campingplatz heißt und dann zeige ich euch mal, wie es hier aussieht. So, hier ist der Campingplatz Camping Mont Fraguet oder so etwas Ähnliches. Aber wir laufen mal rein, das ist hier die Zufahrtsstraße und hier gehen wir zum Campingplatz. An der linken Seite, da ganz hinten, Café, Cafeteria, Restaurant. War gestern Abend, war das geschlossen, aber heute Morgen ist es schon wieder geöffnet. Und ihr könnt sehen, da stehen jetzt schon jede Menge Autos. Man kann da frühstücken und man kann da auch, so wie der liebe Gastherr hier uns erzählt hat, da kriegt man auch frisches Brot. Das ist da hinten. Dann geht man hier rechts an der Rezeption. Da wird man komplett herzlich empfangen. Auch Gasflaschen kann man hier kriegen. Normalerweise, wenn man hier auch mal abends rausfahren wollt, dann kriegt man hier eine Karte. Dann könnt ihr die Schranke mit öffnen. Der Herr war aber so nett jetzt, weil wir sowieso nur übernachten. Einfach hier rein und dann öffnen wir uns zum Rausfahren. Camping, AXI-Karte wird akzeptiert, ADAC-Karte. Also der Platz ist hier wunderschön. Dann geht man hier rein. Und dann laufe ich mal ein bisschen schneller, damit ihr das sehen könnt. Auf jeden Fall sind hier jede Menge
Plätze, die ganzjährig benutzt werden. Gut, manche sind ein bisschen runtergekommen. Aber hier seht ihr so eine Straße, wo die Plätze sind. Und hier sind wir dann hochgefahren. Links hat sich auch schon eine platziert. Und hier rechts rein, wir stehen da hinten, da könnt ihr vielleicht jetzt sehen, laufen wir gleich nochmal hin. Aber ich möchte euch zuerst mal hier das Duschhaus zeigen. Also hier auch schon ein paar Plätze, natürlich jetzt im Winter ist das noch nicht so schön bearbeitet wie normal. Aber Strom hat man überall, teilweise kriegt man auch Wasser dabei. Aber man kann sich das hier so ein bisschen aussuchen heute in dieser Jahreszeit. Wir dürften den Platz wählen, den wir wollten. Behindertengerecht. Hier geht man dann an der rechten Seite. Geht man in eine Art Waschhaus, wo man seine Spüle machen kann. Voilà, ihr könnt sehen, hier stehen Waschmaschinen, Trockner. Und für jede Menge Personen kann man sich da die Spüle machen oder Wäsche waschen auf der Hand. So, dann gehen wir hier an diese Seite rein und hoffentlich klappt das jetzt. Hier sind die Waschhäuser. Spülbecken zum Waschen. Hier die Duschen. Um die Ecke. Und richtig schönes warmes Wasser. Bisschen weiter gibt es noch ein paar Pissoirs. Hier wird es ein bisschen dunkel, ich habe kein Licht angemacht. Und hier die Toiletten. Und alles blitzeblanke sauber. Das hat uns echt sehr erstaunt. Hier sogar ein behindertengerechtes Dusch und WC. Also hier ist an alles gedacht. So, dann gehen wir raus. Dann gehen wir an der Seite, wo wir stehen. Da stehen wir. Ingrid genießt die Sonne. Und ob, herrlich. Erste Mal, dass wir richtig die Sonne genießen können. Und ihr seht schon, hier ist für Grauwasserentsorgung. Hier kriegt man auch Frischwasser. Also riesig groß. Und hier sogar draußen sind auch noch ein paar Spülbecken. Und auch alle mit warmem Wasser, ne? Auch hier draußen. Auch jetzt in dieser Zeit. Und hier noch ein bisschen so ein Überblick an der Seite, wo wir jetzt stehen. Der Platz ist riesig. Aber hier sind alles Plätze mit Strom. Also riesig. Ja, und da stehen wir und heute geht's Richtung Portugal, wo uns das schöne Wetter, so wie es aussieht, erhalten bleibt. Wir sagen bis später und bleibt euch hoffentlich dabei. Wenn ihr es schön findet, gebt uns bitte ein Däumchen hoch, weil das finden wir immer sehr schön. Und ein Abo ist uns auch immer sehr, sehr angenehm. Weil dann wissen wir wenigstens, dass wir nichts umsonst euch vorstellen oder zeigen, was wir so machen. Also bis später auf unserer Reise Richtung Algarve. Hallo, Inkas on Tour, unsere erste Winterreise. Wir sind wieder
unterwegs. Das ist Karel, Ingrid und wir sind mittlerweile angekommen bei unserer Anfahrt Richtung Algarve und wir sind jetzt bei Torres Campo in Lutz, wo wir bis den 15. Januar verbleiben werden. Wir wissen nicht, was uns erwartet, aber es ist alles wunderbar. Traumwetter, 21 Grad, Sonne. Einfach nur herrlich. Wir haben schon den Platz ein bisschen angeguckt. Da zeigen wir aber in einem späteren Video, weil es ist hier einfach unheimlich schön. Und ihr müsst alles mal gesehen haben. Und hoffentlich führen wir euch da gut durch. Und ab übermorgen kriegen wir, wir sind also einen Tag eher angekommen, abends. Und mittlerweile haben wir dann den Freitag, wo wir eigentlich ankommen sollten, haben wir unser Vorzelt aufgebaut. Und haben auch zum ersten Mal? Auch zum ersten Mal zusammen. Und das hat wunderbar geklappt. Wir haben noch nicht mal untereinander Streit gehabt. Warum auch? Ja, warum auch? Nein, hat alles perfekt geklappt. Wir haben mittlerweile, unsere Hunde sind voll integriert hier mittlerweile. Die fühlen sich hier so wohl. Die lieben jetzt schon das Vorzelt. Die haben ihren eigenen Teppich da drin liegen. Also das ist perfekt. Bisschen Weihnachtsdeko haben wir drin gemacht, aber das zeigen wir euch wahrscheinlich noch später im nächsten Video. Und auch den Platz und die Umgebung. Ab Dienstag kriegen wir ein Auto. Damit sind wir viel flexibler natürlich. Und wir hoffen, dass wir unheimlich viel sehen können hier in der Algarve. Für uns das erste Mal. Und wenn ihr dabei bleibt, im nächsten Video kurz abonnieren, dann seht ihr, verpasst ihr gar nichts. Oder Däumchen hoch. Und viele Grüße an alle, die uns diesen Platz empfohlen haben. Ja. Und wünschen auch alle eine gute Reise und schöne Feiertage. Wünschen wir euch. Denn sie sind alle unterwegs. Wünschen wir euch von ganzem Herzen. Bleibt gesund. Habt schöne Feiertage. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Tschüss. Tschüss.